Mein Name ist Florian Kirschbaum, ich bin der Betreiber vom Winterzauber Burg Bernheim und habe das Ganze hier organisiert und zum ersten Mal aufgebaut. Der Winterzauber Burg Bernheim ist das erste Mal und wird auch in den nächsten Jahren weiterhin hier in Burg Bernheim stattfinden. Die Idee dazu kam ganz einfach 2019 schon, eine Eisbahn zu eröffnen, einfach ein Wintergeschäft zu eröffnen, was nicht bei uns gibt. Durch Corona ist es dann leider auf Eis gelegt worden. Letztes Jahr haben wir uns dann wieder gedacht, jetzt nehmen wir das wieder in die Hand und haben das Planen wieder angefangen, haben in Burg Bernheim angefragt. Der Bürgermeister Matthias Schwarz war total begeistert. Dann haben wir das Planen angefangen komplett und jetzt stehen wir hier vor den fertigen Winterzauber in Burg Bernheim. Wir haben hier mehrere Aktionen. Wir haben die Eiswander aus synthetischem Eis. Also das heißt, es ist kein echtes Eis, somit können wir auch die Energiekrise, auch haben wir keine Probleme. Es ist auch so genannt, ja, viele sagen Plastikeisbahn. Damit fährt man dann mit den Schlittschuhen über das Plastik, das wird aufgeschnitten und dann gleitet man wie auf echtem Eis über die Platten. Wir haben heute die Schmiedenacht, also ein besonderes Thema. Wir haben einen Metallbauer aus Ansbach, genau gesagt aus Wasserzell, die Firma Metallbau Ringler, haben wir organisiert, haben angefragt, dass, ob die mit ihrer Schmiede kommen möchten. Die waren sofort einverstanden, waren total begeistert und jetzt sind sie hier und schmieden mit den Kindern Herzen oder auch Blätter oder was auch immer die Kinder haben möchten. Mir gefällt es sehr gut, das selbst zu schmieden, die Herzen zu schmieden und halt eigene Sachen zu machen. Also meines Wissens ist die Schmiedenacht das erste Mal in Burg Bernheim und wir werden auch nächstes Jahr die Schmiedenacht wieder hier stattfinden lassen. Und wir haben auch schon Anfragen bekommen, dass andere Schmieden mitkommen möchten und dass es noch größer wird als dieses Jahr. Also die Resonanz von den Leuten ist sehr positiv, die sind sehr begeistert. Gerade nach Corona sind die sehr froh, wieder was erleben zu können, gerade hier in Burg Bernheim. Es gefällt mir sehr schön hier. Mir gefällt es am besten, dass man nach so vielen Jahren wieder Schlittschuh laufen kann. Es ist eine Top-Attraktion geworden. Wir haben von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Die Eisbahn ist jeden Tag voll. Also die Leute kommen nicht nur aus Burg Bernheim, die kommen auch von Umgebung, Bad Windsheim, Uffenheim, Rothenburg, ob der Tauber, die kommen von überall her und die sind alle danach sehr begeistert. Also darauf können wir auf jeden Fall aufbauen und ich als Veranstalter bin da sehr stolz darauf.